Ich bin Devius. Ich bin momentan gerade unterwegs zu meinem Lager. Und ja, ich will jetzt gleich am Lager weiterbauen ein bisschen und euch das Lager ein bisschen vorstellen. Und gerade auf dem Weg dahin habe ich einen Klotz gesehen, den ich wirklich mitnehmen will. Und der sieht einfach nur super aus. Und den habe ich hier. Und diesen Klotz nehme ich jetzt mit. Ich bin heute nur mit dem Handy unterwegs, darum filme ich auch mit dem Handy. Und diesen Klotz will ich hier mitnehmen. Und ja, kommt einfach mal mit und schaut es euch mal selber an, wie weit ich jetzt mit meinem Lager bin. Ja, während des Bau meines Lagers fing es jetzt an zu hageln. Und ich habe es so gerade noch so ein bisschen geschafft, das Dach ein bisschen zu Ende zu machen. Aber dennoch hagelt es in meine Hütte rein und ich finde das gerade nicht so super. Weil ich muss jetzt hier unter den Hagel leiden. Aber naja, ich sehe noch zu, dass ich heute irgendwie noch schnell mein Dach abdecken kann. Weil im nächsten Regenfall oder so, dass ich dann wenigstens im Trocknen bin. Und das ist wesentlich besser, als jetzt hier unterm Hagel oder Regen zu sitzen oder Schneefall. Weil ich bin dann trocken und bleibe trocken. Ja, ich habe jetzt ein bisschen noch von meinem Dach weitergemacht. Und ja, es hat jetzt ein bisschen aufgehört zu hageln. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Cut und zeige euch jetzt die Hütte. So, es ist jetzt Hagel immer noch. Ja, da sieht man Schnee, Regen, Hagel ein bisschen. Und die ganze Fläche wurde jetzt ganz schnell weiß. Und ja, das ist jetzt meine Hütte. Ich habe das Dach hier ein bisschen, gemacht. Das muss noch zu Ende gemacht werden, aber da will ich jetzt nur noch so Querbalken hoch machen und das Dach da hinten. Und hier habe ich so ein bisschen schon mit Laub abgedeckt. Da vorne habe ich schon ein bisschen mit Laub abgedeckt und mein Handy wird nass, das ist auch scheiße. Ja, ich muss zusehen, dass ich das alles noch mit Laub abdecke, dass ich bis zum nächsten Mal noch trocken bin. Ja, das Video wackelt jetzt ein bisschen, das ist auch scheißegal. Ja, ich habe mir da jetzt so eine kleine Sitzgelegenheit gemacht, das soll auch alles abgedeckt werden, weil das soll auch mein Schlafplatz werden. Ich möchte jetzt auch hier im Winter schon langsam anversuchen, mich in dieser Natur ein bisschen einzugewöhnen. Und ja, das ist halt noch so viel Arbeit, bis die Hütte fertig ist, weil das Dach noch auch gemacht werden muss. Und die Streben sind alle ein bisschen länger als die da hinten. Wenn man jetzt ungefähr dahin geht, dann sieht man das genau, dass es das hier schräger ist als das hier. Aber das ist nicht schlimm, da so habe ich mehr Platz nach da hinten weg. Das war auch von vornherein so abgesehen. Und ja, meine Hütte von innen kann ich auch euch mal zeigen. Ja, so, das ist jetzt meine Hütte von drinnen. Ja, bisschen geräumig. Ja, für zwei Schlafplätze locker Platz drinnen. Hier wird noch ein zweites Bett hinkommen. Für einer, der dazukommen wird. Oder mein Nachbar, der manchmal mithilft. Der kann dann auch hier mal nächtigen. Aber als erstes ist wichtig, dass mein Schlafplatz trocken gemacht wird. Und falls hier einer doch noch dazu kommen sollte, werde ich einfach an der Stelle einen Plan ablegen und dann bleibe ich hier trocken. Ja, das ist erstmal so das Lager, was ich euch so zeigen wollte. Und ja, naja, ich habe den Baumstamm, der liegt da schon vorne. Und ja, ja, wie ich hier in Planung war, kommt hier noch der Lehmofen hin. Ah. Hier ungefähr kommt der Lehmofen hin. Da könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Da ist dieser Querbalken. Der Querbalken ungefähr, dass das hier so da hoch geht. Oder ich werde es wahrscheinlich da hinsetzen. Da wird es alles wahrscheinlich trockener sein. Oder hier. Ich muss mir das noch überlegen. Jedenfalls erstmal das Dach fertig machen und dann kommen die restlichen Arbeiten. Sobald das Dach abgedeckt ist, kommt alles andere. Ja, jetzt nach dem Hageln scheint wieder die Sonne. Ja, da ist die. Die Sonne ist wieder am Scheinen und ich fühle mich ein bisschen zufriedener, weil es ist nicht mehr so düster und nicht mehr so. Okay, feucht ist es noch immer, aber ich konnte an meiner Hütte weitermachen. Es hat aufgehört zu hageln, zu regnen, zu schneien, was auch immer alles das war. Und ja, ich habe an meiner Hütte weitergearbeitet und ja, das zeige ich euch jetzt. Da hinten, ungefähr mittig, da jetzt, wo mein Finger ist, diese Stelle, da habe ich mir jetzt erstmal ein bisschen Laub weggeholt. Und
Ja, ich habe meine Hütte weitergebaut. Oder besser gesagt, ich habe angefangen, das Dach jetzt schon zu decken. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich es wenigstens trocken haben will und nicht im Nassen sitzen will. Und ich habe mir das jetzt abgedeckt. Das ist total anstrengend von da oben. Es ist ja gerade nicht um die Ecke. Von da oben, es geht ja bergauf. Und dann wieder hier runter und das ganze Laub ist noch zusätzlich nass und dann die ganzen vollen Säcke hier runterschleppen. Ich habe jetzt insgesamt 4 Säcke hingeschleppt und ja, geht schon ein bisschen auf den Rücken. Ich muss mich auch ein bisschen schonen. Ich bin eigentlich auch noch selber ein bisschen krank. Aber das ist jetzt das, wie meine Hütte weitergebaut worden ist. Und ja, so sieht jetzt meine Hütte jetzt aus. Und ich gucke noch, dass ich vielleicht heute noch was mache. Wenn nicht, wird der entspannt kommen. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr selber noch so an Ideen hättet, was man an dieser Hütte anbauen könnte. Ich kann einmal an die Hütte rumgehen. Und dann könnt ihr euch das mal angucken. Da ist meine Tasche und da ist so mein Bettchen, wo ich ab und zu mal liege. Ja, jetzt ist das gerade nass. Durch den Hagel und den Regen, der die letzten Tage waren. Es hat ja bei uns hier 3 Tage durchgeregnet. Und da ist ja alles feucht. So. Das ist mit der Handykamera. Darum gibt es hier auch so dieses Gewackel. Aber wenn ich mit meiner zweiten Hand festhalte, stabilisiert sich das. Und so sieht jetzt die Hütte mit der Sonne aus. Ist ein schöner Sonnenuntergang bald. Es wird wahrscheinlich auch in einer Stunde schon dunkel. Wir haben es jetzt ungefähr um die 5 Uhr. Und ja, dunkel wird es ziemlich schnell bald. Das heißt, so viel kann ich jetzt heute auch nicht mehr machen. Und ja, so, das ist meine Hütte. Und hier noch einmal. Ja. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt oder so, was man an der Hütte noch bauen kann. Weil die Hütte lässt sich erweitern. Ich habe ja selber noch eine Idee, was ich an der Hütte bauen will oder wie ich die Hütte verlängern will. Dass auch mehr Personen rein können. Und das soll ja ein Teil der Haupthütte werden. Und ja, das ist ja die Haupthütte jetzt mal hier. Und das soll ja hier ein Bushcraft-Lager werden. Aber dazu erzähle ich gleich nochmal ein bisschen mehr. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich baue heute nicht mehr weiter an meiner Hütte. Ich fühle mich heute irgendwie, wie sagt man, erschöpft. Und ja, ich habe momentan auch keinen guten Schlaf und fühle mich einfach noch ein bisschen müde. Und ja, wenn ihr euch so über Hütten informiert, weil ihr eine selber bauen wollt und ihr so euch Ideen und so sammelt, empfehle ich euch wirklich den Kaffee-Chaos Uwe. Der hat eine wunderschöne Hütte. Ich beneide ihn dazu ein bisschen, weil er hat eine sehr schöne Hütte gebaut und ich verlinke euch das einfach jetzt hier oben. Und ihr könnt euch das dann angucken. Und ja. Ja, ich relaxe nur noch ein bisschen in meiner Hütte. Es wird eh schon gleich dunkel. Und ja, ich sitze jetzt hier auf meiner Matratze. Ja, sieht man so ein bisschen schlecht. Ja, hier. Ich sitze auf meiner Matratze und ich entspanne noch ein bisschen. Und ja, das war's heute. Ja, die Tage werde ich dann wahrscheinlich weiter an der Hütte bauen. Ja, ich habe ja noch andere Termine, andere Drehaufnahmen, die ich alle machen muss. Und ja, ich habe ja noch meine Ameisen, die ich filme. Dann kommt die ganze Schnitt, die Produktion kommt dazu. Und ja, das dauert dann ein bisschen, dass ich dann wieder mal Zeit finde, hier in die Hütte zu gehen. Also in der Regel sind das alle 2 bis 3 Tage, dass ich hier wieder im Wald bin. Mal ist das länger, dass ich hier im Wald wieder gehe, weil ich dann die ganze Produktion am Abend übernehme. Aber wenn das dann doch länger dauert und ich meine Termine einhalten will, muss ich dann halt mich sputen und das alles dann ein bisschen bevorzugen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, wäre ich dankbar, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir einfach einen Daumen nach unten. Und ja, eure Ideen und Tipps, die sind immer für mich, also die sind immer erwünscht. Und könnt ihr mir gerne in den Kommentaren lassen. Und ich werde mal zusehen, und was ich alles hier machen kann. Also Stein habe ich, Lehm habe ich und Holz habe ich. Mit diesen 3 Ressourcen lässt sich genug bauen. Und momentan bin ich nur mit Holz am Bauen.
Stein habe ich noch gar nicht benutzt und Lehm kommt erst noch in Planung. Wenn ihr Ideen habt, was man bauen kann, schreibt mir erst in die Kommentare. Und so, ich versuche so vieles wie möglich zu realisieren, was man bauen kann. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Und nächstes Mal wieder bitte einschalten, ne?